hier ganz viele Sachen, die ich irgendwie angucken kann oder so, aber mit denen ich nichts machen kann. Warum ist das so dunkel hier? Achso. Was guckst du so? Wer sagt das denn? Panoptes fliegt. Sachen gibt's. Mal sehen, was er fallen ließ. Achso, da liegt irgendwas. Da müssen wir später runtergehen. Und ich habe ein Stück Kohle gefunden. Wunderbar. Keine Ahnung, für was ich das brauche. Okay. Ich mache hier alles kaputt. Und was brauche ich hierfür? Glühwürmchen. Nee, ist klar. Ich setze da ein Glühwürmchen hin und dann haben wir genügend Licht, um ein Wimmelbild zu machen. Versiegelter Umschlag, Sicherheitsnadel, Heftzwecke, Stecknadel, Schlange, Pegasus, Fächer, Engel, Blume, Kerze, Tasse und Eule. Also eigentlich suche ich jede Menge komische Dinge. Wie immer. Ein Knopf. Haben wir einen Knopf gesucht? Ah, eine Schlange. Und Pegasus. Sollen wir den noch zusammenbauen? Flügel habe ich schon, das hat Pferdchen. Dann suchen wir eine Stecknadel im Heuhaufen wahrscheinlich. Ach ja, sieht gut aus. Fächer. Irgendwie ist das Wimmelbild einfacher, weil ich den Eindruck habe, also als die anderen, die wir jetzt vor kurzem gespielt haben, weil ich den Eindruck habe, dass wir wahrscheinlich die gleiche Anzahl Objekte haben, aber die sind auf kleinerem Raum und irgendwie sind wir viel näher dran. Was ist das denn? Engeltasse, Eule, versiegelter Umschlag. Ach so, ich muss irgendwie einen Umschlag versiegeln. Ah. Sicherheitsnadel. Das soll die da sein. Die ist ja schön. Heftzwecke. Wahrscheinlich dann das. Fächerblume und eine Kerze. Kerzenständer habe ich. Die Kerze muss ich wahrscheinlich... Nee, doch nicht. Muss ich nicht da reinstopfen. Wo ist die denn dann? Fächerblume und eine Kerze. Wo denn? Muss ich was aufmachen? Wahrscheinlich. Muss ich einen Brief schreiben? Einen Schlüssel finden? Ein Amulett? Kann ich die Eule mitnehmen? Ah ja, Eule brauchen wir auch. Ich dachte, ich habe einen Fächer schon gesehen, aber das war, glaube ich, im anderen. Da oben ist ein im anderen Spiel vorhin oder so. Oder im ersten Wimmelbild. Ich glaube, da waren Fächer rumgelegen. Da ist ein Fußabdruck. Da ist ein Pfau. Ein Pfau hat keinen Fächer, sondern ein Rad. Ich habe keine Ahnung. Ah, hier ist der Schlüssel. Den brauchen wir vielleicht, um da aufzumachen. Und dann sind da Engel drin. Nee, ist klar. Könnte, keine Ahnung. Da unten ist noch eine Fledermaus. Da oben ist schon eine, hier ist noch eine. Wo ist denn da ein Fächer? Das ist die Kerze. Nee, das habe ich nicht als Kerze erkannt, aber... Blume und Tasse. Soll das eine Blume sein? Nee, das ist die Tasse. Das war eigentlich irgendwie eine Tasse in Form einer Blume. Und ist unsere Blume dann irgendwo gezeichnet, oder? Da. Und, bleibt uns noch... Ach so, Fächer könnten ja auch mehrere Fächer sein. Also jetzt nicht... zum Luft machen, sondern um irgendwelche Dinge zu verstauen. Hier ist der Fächer. Na gut, dann doch ein Fächer. Die Kerze dürfen wir mitnehmen. Sehr schön. Was haben wir hier oben? Irgendwas, was wir uns wahrscheinlich auch versuchen, besser etwas anderes mit dem Stück Kohle. Auch nicht. Mit der Schere. Und dem Zeug mit der Kerze. Irgendwas, was uns das Tagebuch verrät.
Also, ich bin hier noch zu den Schulden was lesen. Panoptes ist durch und durch böse. Er stiehlt die Rohstoffe Azadas und lässt die Bewohner Azadas in der Diamantenmine schuften, damit sie die Rohstoffe zurückkaufen können. In meiner Welt hat man einen ganz bestimmten Namen für solche Typen. Aber ich bin so gut erzogen, als dass ich ihn aufschreiben mag. Okay. Dann schreib ihn nicht auf. Panoptes ist ein seltsamer Typ. Ich sah ihn durchs Fenster und er sah eher verängstigt als furchteinflößend aus. Er schreibt sich in einem Wort, Mensch, ein Adjektiv. Und er ließ eine Notiz fallen. Klingt nicht sehr spannend, aber man weiß ja nie. Na gut, die müssen wir uns gleich mal hören. Ich glaube, hier kommen wir aktuell nicht weiter. Was ist denn hier da? Panoptes forces Azadas people to work long hours in the diamond mines. I defied him. And he stole my magic. Muss ich die Tante auch wieder so sprechen? Hatten wir das in dem ersten Teil gemacht? Ich weiß gar nicht mehr. Panoptes zwingt die Bewohner Azadas dazu, stundenlang in der Diamantenmine zu arbeiten. Ich widersetzte mich ihm, also stahl er meine Magie. Oh, Chosen One, I beg you, help me. I need the missing part of my locket. Bitte, Auserwählte, hilf mir. Ich brauche das fehlende Stück meines Medaillons. Na gut. Und hier fehlt irgendwas. Was fehlt denn da? Die nächste Kugel oder die Linse? Ungekochter, ach doch echt. Die Kerze drunter? Nee. Müssen wir jetzt hier noch einen Bunsenbrenner und wir gucken uns jetzt das Zeug hier irgendwie. Jetzt habe ich oben nicht gesehen, was da stand. Entschuldigung. Mit der Kohle wahrscheinlich. Okay. Jetzt die Kerze noch anzünden und mit der Kerze dann die Kohle anzünden. Warte kurz, ob wir mit der Kerze vielleicht hier uns etwas Feuer mitnehmen können. Gut gemacht, gefunden, eine brennende Kerze. Nein, ich habe die selber angezündet. Jetzt gucken, ob das irgendwas wird. Das ist klar, Kohle brennt ganz leicht so an. Und wir kochen uns jetzt hier Haferbrei-Schleim. Gut gemacht, gefunden, gekochter Haferflockenbrei. Mhm. Magst du Haferflockenbrei haben? Versuchen besser was anderes. Möchtest du eine Schere? Ach nee, wir müssen ja hier irgendwie das Medaillon einsetzen, was wir noch nicht haben. Gut, dann haben wir hier oben noch was. Mit der Kerze vielleicht. Ach ja, das Wachs ist einfach verschwunden. Da steht Page. Mit der Schere und nicht mit der Linse. Mit dem Blättern. Da steht doch Page. Was sollen wir denn da machen? Kochten Haferschleim drüber schütten. Ja, wir versuchen besser was anderes. Das glaube ich auch. Das wird so nicht funktionieren. Mhm. Dann vielleicht. Was denn jetzt? Haben wir noch irgendwas? Ich weiß nicht, was wir mit dem Haferschleim machen sollen. Sollen wir den jetzt dem Hund geben? Ich versuche jetzt den Hund zu füttern. Was war da hinten? Entschuldigung, jetzt mal, wenn man mit der Maus über die Tür fährt. Jetzt ist einer noch böse, weil der ja noch angekettet ist. Kann ich ihm mit der Linse den Fuß abfaulen? Wahrscheinlich nicht. So, der war müde, weil er hungrig war. Okay, das heißt, wir brauchen noch irgendwas für das Hündchen. Und die Linse müssen wir auch irgendwo einsetzen. Ich habe aber jetzt gerade wieder vergessen, wo. Ach doch, ich glaube, die gehört hier an die Tür. Da vielleicht. Ist das vielleicht? Nee, hat gar nichts damit zu tun. Guck mal mein Tagebuch an. Was sagt es denn noch? Repariere das Gemälde und hilf der Fee. Vom Hund wird gar nichts mehr gesagt im Moment, weil wir es nicht machen können. Repariere das Gemälde. Das haben wir aber noch nicht, das letzte Ding. Das wird so nicht funktionieren. Ja, ist gut. Gibt es hier noch irgendwas, was ich übersehen habe in dem Raum? Ich kann natürlich wieder auf die Karte gucken. Die Karte gibt uns aber halt doch ein bisschen Tipps.
Tipp. Also abgeschlossen. Da ist aktuell gar nichts zu tun. Vor dem Haus. Man muss immer nur da durchlaufen oder man kommt über die Karte. Also es gibt doch noch immer Hilfe dem Kerberus, wie der heißt. Und es gibt Hilfe der Fee. Repariere das Gemälde und schließe die Tür auf. Die habe ich doch schon aus. Ah nee, die andere Tür. So, da bin ich jetzt hingereist. Irgendetwas kann ich noch machen, was ich übersehen habe. Mit Schere oder... Vielleicht kann ich irgendwo noch was aufschneiden. Oder... Irgendwo... diese Linse einsetzen. Und ich habe es noch nicht gemerkt. Nee, hier komme ich immer wieder da raus. Da kann ich mit der Schere aber nichts machen, ne? Nee. Mit der Schere nicht. Sonst vielleicht. Was kann ich sonst vielleicht noch machen? Mit, da kann ich nicht mehr Blümchen abzupfen oder irgendwas. Pilze sammeln. Zirkus ist ja abgeschlossen. Hier ist also gar nichts mehr zu holen. Oder? Zirkus? Zirkus war abgeschlossen. Genau. Da ist aktuell nichts. Unentdeckt heißt, da sind wir noch nicht hingekommen. Azada, Feuer. Feuer kann ich mir unten noch gar nicht angucken. Feuer, Wasser, Luft, okay. Dann gucken wir mal, ob wir da was tun können. Nee, müssen wirklich erst dem Hund komplett helfen. Ah, doch, hier können wir vorher schon was machen. Mit der Linse vielleicht? Mit der Schere. Müssen einen Schmetterling einsetzen oder irgendwas. Wir müssen einen Schmetterling einsetzen. Ich habe aber noch keinen. Und da komme ich nicht hin. Dann vielleicht... Achso, da komme ich ja her. Entschuldigung. Dann doch wieder da durch. Was habe ich hier übersehen? Gibt es irgendwo ein Wimmelbild, was wir noch nicht gefunden? Also manchmal werden ja bestimmte Orte wieder aktiviert, damit man da wimmeln kann. Das ist so doof hier. Dieser ganze Bereich ist aktiv, um dieses Ding hier zu aktivieren. Also denke ich immer, manchmal sind zwei Sachen so nah zusammen, dass man denkt, die Lupe ist für was anderes. Aber man landet immer wieder am gleichen Fleck. Am Boden ist auch nichts mehr, also geht's da durch. Da ist das Gemälde. Ah, Entschuldigung. Hallo. Chewbacca. Ich kann kein Chewie machen und ich darf gerade nicht so viel Lärm machen. Sonst könnte ich Chewie ein bisschen lauter sprechen, aber... Außerdem wird er uns ja nur den Arm abreißen. Chewie, soll ich dir mal die Haare schneiden? Du bist gar kein Chewie hier. Du bist überhaupt kein Wookie. Das ist ein ekelhaftes Viech. Du möchtest es auffressen. Ach, doch nicht. Gut gemacht, gefunden, Bleistift. Der hat ausgesehen wie ein Ewok. Jetzt hat er wieder lange Haare. Wie ein kleiner Ewok hat er ausgesehen. Bleistift, was machen wir mit dem? Keine Ahnung. Eine Linse haben wir auch. Gibt sonst noch irgendwas, was ich hier übersehen habe? Kerze haben wir schon da oben verwendet und die Tür geht dauernd auf und zu, Mensch.